Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Mr. F Artbook von 84. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Artbook-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zum Artbook und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, heute bin ich nicht zu Hause, ich bin die ganze Woche unterwegs, deswegen an einem etwas ungewohnten Ort. Und das Ganze, ja, mehr oder weniger improvisiert. Wir haben heute das Artbook von 84. Mr. F nennt sich das Ganze. Wir sehen hier auf dem Cover 84 in einem rosa-weißen Jogginganzug, Trainingsanzug auf einer Parkbank sitzend. Und ja, hier dürfte das Handy liegen. Zwei weiße Bahnen, zwei weiße Pulverbahnen auf diesem Handy. Hier wird eine, ja, dicke Zigarette geraucht und hier haben wir noch die Goldkette mit dem Schneckenanhänger, den er sich ja letztens erst besorgt hat. 84 lesen wir hier oben in Graffiti-Schrift, dann hier auf dem Brett des Basketballkorbs Mr. F und hier noch SFM, was für steuerfrei Money stehen wird. Paco 2017, der dürfte das Ganze gezeichnet haben und hier haben wir dann noch ein Tag von Face bzw. Phase. Das ist der Künstlername von 84 beim Sprühen ist bzw. war. Alles klar. Ich würde sagen, wir befreien das Ganze mal vom Plastik. Das ist dann auch besser anzusehen und es spiegelt nicht mehr so extrem. Ja, wir werden einfach mal hier im Rücken wahrscheinlich. Oder hier oben ist ein Teil. So. Dann schauen wir mal. Also, wir haben hier wirklich von der Form ein mehr oder weniger quadratisches Artbook. Habe ich in der Form noch nie gesehen bei deutschen Rappern. Also es gab schon einen oder anderen Rapper, der ein Buch gemacht hat, aber jetzt wirklich in der Größe und so quadratisch noch nicht. Das kennen wir bereits. Dann haben wir hier auf dem Buchrücken 84 zu lesen. In weißer Schrift zieht sich das Design durch. Und dann hier hinten ebenfalls das Design durchgängig, haben wir unten natürlich die Credits und oben die Tracklist und wir haben aufgelistet 3 CDs. Also CD1 beinhaltet 15 Tracks und wir haben Features von Taimo, Mosh 36, Valley, nochmals Taimo und Ethan. Ja, also bis auf Ethan war es für mich klar, also keine Überraschungen. Die Namen sind bekannt und haben auch in der Vergangenheit viel mit 84 gemacht. Ethan, muss ich jetzt ehrlich sagen, sagt mir nichts, kann ich nicht beurteilen. CD2, die Instrumentals, also werden ebenfalls 15 Tracks drauf sein, da wir hier kein Skit oder sowas haben, was ich jetzt gesehen habe. Und dann haben wir CD3, das ist die Bonus-EP von 84 und Taimo, die TNT-EP. Und hier haben wir noch ein Feature von Said und zweimal Too Red. Muss ich ehrlich sagen, Too Red sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Said natürlich schon, Said hat ja damals mit 84 das Collabo-Album 50-50 gemacht, beziehungsweise 50-50. Sehr gut, dann haben wir hier noch die Credits, steuerfrei Money etc., Distri und dann hier noch einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Alles klar. Und wir haben hier auf der ersten Seite, das alles hier in schwarz gehalten, gleich mal die 3 Tonträger. Gefällt mir sehr gut, sieht echt hochwertig aus. Also, wir haben hier einmal das Album an sich. So sieht das Ganze aus. Kennen wir schon vom Cover 84. Sehr schön. Dann haben wir hier die Instrumentals. Die sind genauso wie das vorherige, also wie das Cover von Mr. F ganz normal, nur eben in schwarz-weiß. Instrumentals lesen wir hier unten noch. Und dann haben wir als dritten Tonträger die TNT bzw. TNT-EP. Hier sehen wir links 84, rechts Taimo. Ebenfalls in schwarz-weiß. So sieht die CD aus. Alles klar. Also gefällt mir schon mal richtig gut. Was vielleicht noch zu den Tracks zu sagen ist, ich muss jetzt ehrlich sagen, da ich leider unterwegs bin und nicht die Möglichkeit hatte, mir das Album jetzt komplett zu geben,
habe ich mir das Album noch nicht durchhören können. Ich kenne nur bereits die Tracks, die als Videoauskopplung rausgekommen sind, nämlich Hände hoch, ich glaube Hallo Deutschland, Mike Tyson und das Outro, ist auch schon rausgekommen. Also ich muss ehrlich sagen, Hände hoch war richtig krass. Mike Tyson gefällt mir auch, wobei ich Hände hoch besser finde. Und das Outro ist mal etwas persönlicher. Ja, also spätestens seit Tracks wie zum Beispiel Für dich damals von Wohlstand, mein absoluter Lieblingstrack von 8-4. Und ist eben etwas deeper, das Outro. Aber speziell so auf Tracks wie Hände hoch oder Mike Tyson merkt man einfach, was 8-4 drauf hat. Und gerade bei Hände hoch, muss ich sagen, packt er seine Flow-Skills aus und zeigt einfach, dass er einen extrem krassen Flow hat. Okay, dann schauen wir mal hinein. Also das ganze Buch ist dann so aufgebaut, dass wir dann hier Fotos haben, Texte, Aufnahmen aus dem Studio, aus dem Entstehungsprozess. Also wie gesagt, ich werde das jetzt nur mal hier so grob durchblättern, da das im Detail dann natürlich den Menschen vorbehalten sein sollte, die sich das Album bzw. dieses Artbook gekauft haben. Ich schaue jetzt noch, ob wir hinten... Okay, hinten haben wir nochmal die Tracklist von 8-4 Mr. F. Ich hoffe, man kann das sehen. Und hier stehen eben auch die Infos, wer die Tracks produziert hat. Also ihr seht schon, großteils von Darko Beats. Schau ich noch, ob wir vielleicht... Okay, und dann haben wir hier zum Beispiel die Texte der Tracks abgedruckt. Also hier haben wir zum Beispiel den Track von Outro, des Outros. Alles klar. Also, ich muss ehrlich sagen, finde ich richtig gelungen, die Idee. Mein Boxen gibt es ja mittlerweile mehr als genug, aber 8-4 hat sich einfach mal wieder überlegt, etwas anderes zu machen, nicht so eine Standardbox. Deswegen ist es dieses Artbook geworden, ist auch vom Künstler her in meinen Augen stimmig, weil er ja so ein Graffiti und ja, Tagger ist. Deswegen passt das in meinen Augen ganz gut, das Ganze. Und ich bin echt gespannt und werde das mal in Ruhe durchschauen. Ja, wie gesagt, das ist der Box- bzw. der Artbook-Inhalt. Wir haben das Artbook inklusive dieser drei Tonträger, CD1 mit dem Album, CD2 mit den Instrumentals und CD3 die TNT-EP mit Taimo. Das alles in diesem wunderbaren Artbook Mr. F von 8-4. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Artbook bzw. von dem Album an sich? Wie gefallen euch die Tracks? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik von 8-4 feiert, falls ihr 8-4 unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.